Jetzt aber. Alles fair, alle Pferde in den Boxen. Und der Start erfolgt zum 99. Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Guter Start diesmal von Nika. An der Seite von Nika sehen wir Kronprinz. Dann weiter zur Bahnmitte hin ist Broderie aufgerückt. Ganz außen Sun at Work. Und jetzt gehen sie weit außen an der Hecke mit Broderie und Sun at Work dort vorn. Nika weiter innen. Dann ist auf dem nächsten Platz Ninario zu sehen. Dahinter dicht auf Bella Ragazza. Weiter innen Kronprinz und Emerita zunächst am Ende des Feldes. So sind die Teilnehmer nun ausgangs der Kastanienallee. Der Bogen steht an und die Führung hat Nika übernommen. Dahinter an zweiter Position Sun at Work, dann Kronprinz vor Broderie, dahinter Ninario, Bella Ragazza und Emerita. So geht es nun bergan. Führen kann weiterhin Nika. An zweiter Stelle Sun at Work, dann Broderie, an der Innenseite Kronprinz vor Bella Ragazza außen, innen daneben davor allerdings noch Ninario und dahinter Emerita. So sind sie gleich oberhalb des Anstieges angekommen und Nika hat den Vorteil auf zwei Längen ausgebaut. Nika führt, dahinter ist Sun at Work an zweiter Stelle, dann Kronprinz vor Broderie, dahinter an der Innenseite Ninario, dann Bella Ragazza und Emerita weiter am Schluss des Feldes. So sind sie nun eingangs zur Zielgeraden. Die letzten 400 Meter stehen gleich an. Nika ist vorn. Sun at Work und Broderie versuchen es weiter außen. Innen kommt Kronprinz näher. Nika jetzt mit Kronprinz, außen Broderie. Kronprinz an der Innenseite mit Nika und Broderie ganz außen. Kronprinz scheint vorn. 200 Meter. Kronprinz ist an der Spitze. Broderie dahinter. Dann kommt von weit hinten noch auf Touren Ninario. Aber Kronprinz sorgt hier für die Überraschung. Es sieht so aus. Der ist klar weg. Kronprinz gewinnt hier mit Lucas Delosier. Dahinter Kampf ums zweite Geld. Vielleicht Broderie oder außen Ninario. Dann erst Nika vor Sun at Work, Emerita und Bella Ragazza. Wir haben auch den vorläufigen Richterspruch für das siebte Rennen des Tages. Im 99. Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf siegte die Programmnummer 1 Kronprinz. Auf dem zweiten Platz mit einem Nasevorteil die 3 Ninario vor der 4 Broderie und dahinter ein Kopf zurück die 6 Nika auf Platz 4. Fünfter wird die 2 Sun at Work. Somit 1, 3, 4 und wir warten jetzt auf den Sieger hier vor der Haupttribüne, Kronprinz, der von Peter Schiering in Köln vorbereitet wird, mit Lucas Delosier. Die beiden werden jetzt gleich hinkommen und wir haben gleich auch die Siegerehrung hier natürlich, wie immer.